Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Stellt euch einmal vor, eure Eltern bzw. eure Mutter ist Influencerin, euch passiert zu Hause ein Missgeschick. Und kurz darauf wird darüber im Social Media abgelästert. Das wäre bestimmt eine Situation, die würde dem einen oder anderen gar nicht gut gefallen. Und genau diese Situation nennen, ja, wir brauchen hier die Mehrzahl, passiert immer wieder bei Dani Büchner. Ich finde, also wirklich, ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie weit sie geht, um über ihre Kinder online irgendwie zu sprechen. Und das halt immer, wenn so Missgeschicke passieren. Jetzt hat es ihren Ältesten getroffen, wenn ich das richtig verstanden habe, denn es gab einen Brand im Hause Büchner, beziehungsweise so ein Rußkaminbrand. Ich zeig euch das. Und es dauerte nicht lange, dass Mutti Dani Büchner besagte Person öffentlich exposed und das alles zeigt und ihr Kummer beklagt. Und ich stelle mir einfach die Frage, soll das Content sein? Zwar unter dem Deckmantel mehr Realität auf Instagram, aber aus meiner persönlichen Sicht wirklich etwas, wo ich immer mich als Vater bzw. als Mutter schützend vor meine Kinder stellen würde, um das halt nicht im Internet zu thematisieren und sie nicht im Internet der Meute zum Fraß vorzuwerfen. Aber wir gucken uns gleich mal die Story von Dani Büchner an. Bevor wir das machen, meine Lieben, schaut mal hier, wir haben es gestern geschafft. 29.470. Vielen Dank für alle, die sich hier entschieden haben, dieser wunderbaren Trash-Familie zu folgen. Dann schaut mal hier, das war der Livestream von gestern Abend. Wir hatten eine Menge Spaß gehabt. Ich hoffe, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut gerne rein. Es war so ein bisschen Big Brother, Let's Dance. Wir sind durch die Teilnehmer durchgegangen. Da waren einige spannende Charaktere zusammen. Und zu guter Letzt Werbung in eigener Sache. Ganz, ganz selten auf diesem Kanal. Aber seit heute ist mein neues Buch rausgekommen: Darren Aleti und der Aufstand der Zauberer. Wenn ihr Interesse habt, Taschenbuch. 320 Seiten oder aber auch Hardcover, ja, etwas größer. Findet ihr den Link hier unter dem Video, dann geht es direkt in meinen Plädierverlag und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das Buch bestellen und erhaltet ein paar mehr Informationen. Und es gibt auch die Möglichkeit natürlich, dass ich euch eine Widmung reinschreibe. Das wäre denn, wenn ihr das Buch bestellt, bei Anmerkungen an der Kasse direkt bitte mit Widmung oder mit Signatur, dann bekommt ihr natürlich da auch eine Kleinigkeit von mir reingeschrieben, meine Lieben. Gut, genug, heute ein etwas längerer Morgen, um das alles zusammenzufassen, aber jetzt haben wir. Und wir gehen jetzt mal direkt in die Dani Büchner Story und gucken mal rein, was jetzt vorgefallen ist. Diese Story ist voller Emotionen. Es ist die Achterbahn der Emotionen mit Versprechern und Rechtfertigungen und Beleidigungen. Alles ist mit dabei und man merkt, dass Dani Büchner wirklich fertig mit den Nerven ist. Wundert euch nicht, Stories mit Augenpads ist wohl modern geworden. Ich weiß auch nicht warum. Feuer frei. Während hier Kika seit einer Stunde läuft, aber keiner hier ist. Auch super, ne? Sind alle weg? Da habe ich schon gleich meinen ersten Punkt. Wieso macht sie den Fernseher nicht einfach aus? Wenn Kika läuft und seit einer Stunde keiner mehr guckt und sie weiß, dass seit einer Stunde nicht mehr jemand da ist, wieso macht sie nicht den Fernseher aus? Oder aber Erziehung, man sagt dem entsprechenden Kind, welches gerade Fernsehen geguckt hat, mach doch bitte den Fernseher aus. Wo ist das Problem? Wo muss. Wo, also. Okay, Logik mit Danny, habe ich nicht verstanden. Zähne putzen, anziehen und so weiter. Ich schon Wäsche gefaltet habe, draußen aufgehangen habe, schon angemacht habe. Würde ich euch eigentlich gerne erzählen, was gestern Abend passiert ist, als die beiden Mädels, oder die drei Mädels, Jenna, Jolina, Jada und ich, beim Fußballspiel vom Volkan waren. So, Fehler. Ganz wichtig, bevor ihr dann die Büchner verurteilt, es war nicht das Fußballspiel ihres ältesten Sohnes, sondern von Diego. Ja, hat sie sich versprochen, ja, haben ihr 1.000 Menschen geschrieben, dass sie sich versprochen, hat sie dann auch erklärt. Aber dieses genervte Gesicht ist letztendlich denn auch das Gesicht, was ihr gleich wiedersehen werdet. Aber das kommt erst später. Bin aber am Überlegen, weil ich nicht weiß, sagt man das hier so? Ja. Ich kann mir auch nicht erklären, wie es passiert ist. Ja. Da juckt kurz die Murmel, ja. Man denkt kurz drüber nach. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt so richtig ist, das im Social Media zu zeigen. Sie ist ja auf dem richtigen Weg. Sie sitzt ja schon im Flugzeug Richtung Ziel. Aber dann muss irgendwie dann doch eine gewisse, nennen wir es, Content-Krankheit durchkommen. Und Dani Büchner, ja, biegt falsch ab.
Kreisverkehr der Emotionen. Und dann zeigt sie es doch. Sie hat ja schon den richtigen Punkt im Kopf gehabt. Sie hat es ja schon geahnt, dass es nicht gut ist, dass sie es jetzt zeigt. Und sie macht es trotzdem. Naja. Aber vielleicht, ihr Mütter unter uns, große Kinder, große Sorgen. Großes Desaster manchmal. Und kleine Kinder, kleine Sorgen. Und das Schöne ist, ich war nicht da. Also ich, oh die Sonne, ich habe diesmal nicht dran Schuld. Ja, ihr habt gleich die Rechtfertigung. Sie hat nicht daran Schuld, aber große Kinder, große Sorgen. Es ist natürlich ihr ältester Sohn gewesen. Das kommt aber auch noch, aber weil jetzt dieser Versprecher war. Sie ist da jetzt, es war nicht ihre Schuld. Das kommt nochmal ganz schwer dazu und ich möchte überlegen, ob ich euch das zeige. Ja, mach. Wahnsinn hier. Jetzt hast du schon gesagt. Also ich erzähl's kurz und knapp. Gestern hatte jemand hier die Aufgabe, auf den Kamin zu achten. Erinnert euch, was ich gesagt habe zu Beginn des Videos, dass man hier ein bisschen seine eigenen Kinder, auch wenn das Kind schon über 18 ist, spielt ja keine Rolle, im Social Media nun der Meute zum Fraß vorwirft, weil man halt einen Fehler gemacht hat. Weil man etwas falsch gemacht hat, weil vielleicht ein Malheur passiert ist. Auch wenn alles kritisch und dramatisch ist, aber hier hat jemand einen Fehler gemacht. Und das denn als Content-Idee umzuwandeln, wo man selber schon wusste, ist jetzt nicht die beste Idee, aber Promiflash könnt ihr drüber schreiben. Das ist der einzige Grund, den ich sehe, warum man das macht. Promiflash könnt ihr drüber schreiben. Wir gucken rein. Während wir beim Fußballspiel sind, ist eigentlich auch gar nicht schwer. Der war schön aufgeheizt, alles war super. Ja, alles war super. Bis ich dann so anderthalb Stunden später, Jenna guckt schon, ein Foto bekommen habe. Da ist er, der Kamin. So, hier scheint jemand den Kamin unbeaufsichtigt gelassen zu haben. Anders kann ich mir das nicht erklären, denn ihr seht ja hier massive Rußspuren am Mauerwerk. Das ist, glaube ich, Mauerwerk. Und dann habt ihr, wir sehen ihn gleich nochmal genauer. Aber es, ja, es ist jetzt erstmal schlimm. Ohne Quatsch. Wir lachen jetzt drüber, aber das ist schon ernsthaft. Das Haus hätte abbrennen können. Das Haus hätte abbrennen können. Und da muss man sich dann die Frage stellen, wie kam es dazu? Aber Dani Büchner wäre ja nicht Dani Büchner, wenn sie selber darüber spricht im Social Media, was ihre eigene Familie betreffend vielleicht falsch gemacht hat. Wir gucken mal weiter. Super. Seht ihr das, Leute? Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde. Oh, wir hatten es gerade nochmal, weil wir spulen mal kurz zurück. Warte. So, man sieht es halt schon, dass wir wirklich, also es sind extreme Rußspuren. Anders ist das nicht zu erklären, dass das Feuer irgendwie, also ich vermute mal, dass der Kamin zu voll war. Ja, also ich habe ganz, wir haben auch einen Kamin zu Hause, muss ich dazu sagen. Allerdings ist das, weiß ich nicht, also möglich ist es ja immer, deswegen soll man einen Kamin niemals unbeaufsichtigt lassen. Aber man kann ja hier deutlich sehen, dass durch die Rußspuren, dass die Flammen irgendwie hier hochgeschossen sind. Und da kann ich mir eigentlich nur das erklären, wenn man irgendwie unerlaubterweise einen Brandbeschleuniger reingebracht hat, um die Flammen schneller hochzuheizen oder einfach zu viel Holz reingemacht hat. Das kann ich jetzt nicht so ganz vorhersehen. So, ihr habt es gerade gesehen, liebe Leute, ich mache meine Augenpads ab. Ja, bitte. Es waren ja dann nicht mehr viele Leute zu Hause, die es hätten sein können. Ja. Nun ist es, wie es ist. Gleich kommt jemand. Das muss man sich mal vorstellen. Dieses Rätselraten, welches sie jetzt macht. Es waren ja nicht viele Leute zu Hause. Wer könnte das sein? Das ist doch völlig daneben. Sie hat ja selber schon gesagt, dass eigentlich fast alle Kinder beim Fußballspielen waren. Von Diego hat sie sich versprochen. Es kann halt nur einer gewesen sein. Warum muss denn jetzt dieser Mensch hier öffentlich vorgeführt werden? Weil ihm halt echt scheiße passiert ist, das muss man so sagen. Das ist echt scheiße, was da passiert ist. Aber warum muss man denn jetzt hier das eigene Kind, was über 18 ist, sonst hätte ich es im Übrigen auch nicht thematisiert, hier Internet zum Fraß vorwerfen. Ich verstehe es nicht. Schaut sich das an und ich verstehe es halt manchmal nicht. Nee. Ich verstehe es halt manchmal wirklich nicht. Also große Kinder, erwachsene Kinder und du denkst dir so, boah.
Und warum ich das zeige, es hat nichts damit zu tun, dass ich hier irgendjemand bloßstellen will. Das ist einfach Realität. Nee, ist es nicht. Ist es nicht, wenn du Realität zeigen willst, dann zeig gerne, wie deine Hecke im Garten wächst, wie deine Blumen gedeihen. Zeig gerne, wie du eine Garderobe reparierst und Holz- und Schnitzarbeiten machst. Ist eigentlich völlig egal. Das ist Realität. Aber zieh doch bitte nicht deine eigene Familie öffentlich durch den Dreck, um Content zu erstellen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das hat nichts mit mehr Realität auf Instagram zu tun. Das ist halt einfach wirklich eine gewisse Content-Gier, die da ist, um irgendwie eine Schlagzeile zu bekommen in der Bild. Wohnungsbrand bei Büchner, alles ging gut oder so. Also das ist der Grund, warum sie das aus meiner persönlichen Sicht, warum sie das zeigt. Aber mutmaßlich, es ist nur meine persönliche Meinung. Vielleicht irre ich mich ja auch, aber... Also. Im wahren Leben außerhalb von Instagram passiert so viel, was ihr da draußen manchmal gar nicht wisst. Es passiert so unglaublich viel. Und es ist auch gut so, dass ihr manche Dinge nicht wisst, aber das ist schon High-End-Level. Angepisst ist sie. Oder? Ich habe so das Gefühl, dass sie wahnsinnig angepisst ist, weil es kommen natürlich Kosten auf sie zu, um das alles reparieren lassen zu müssen. Es muss ja quasi aufgearbeitet wieder werden und das wird sie gerade einfach nur nerven. Und deswegen hat sie jetzt das Handy genommen und filmt das alles und macht daraus Content. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, wie meine Laune gestern war? Wie sie heute ist? Aber ist ja nicht mehr zu ändern. Ich kann froh sein, dass das Haus nicht abgefuckt. Aber um das nochmal klarzustellen, am Ende des Tages bin ich froh, dass hier nicht mehr passiert ist. Okay, wow. Im Übrigen habe ich hier mit abgestimmt. Wow, jetzt kommt so dieses Gefühl, wo man denkt, oh okay, ich rede jetzt doch nochmal drüber. Ein Glück ist nicht mehr passiert, zum Glück ist kein Personenschaden entstanden, weil das war so die ganze Zeit, was mir gefehlt hat. Ein Glück ist niemand verletzt worden. Ja, aber das kam ja hier auch ewig lange nicht und das hat mich schon gewundert. Wie auch immer das passieren konnte, keine Ahnung, ich war halt nicht schuld, ich war nicht da und ich glaube, jede Mama kennt das mit Kindern, ob groß oder klein. Also, wenn das Haus abgebrannt wäre, würde Dani Büchner vom Haus stehen und wahrscheinlich sagen, ich war nicht schuld. Was ist denn das für ein Argument? Es geht doch einfach um die Beaufsichtigung von einer Feuerstelle. Und diese Feuerstelle wurde offenbar nicht richtig beaufsichtigt. Gibt es immer Dinge, die kaputt gehen? Es fängt, keine Ahnung, bei einem Toaster an oder irgendwie sowas. Ich kenne das ja. Wir waren ja auch viele Kinder. Meine Mutter hat auch mal gesagt, wie kann das sein, dass immer so viel kaputt geht? Der Fernseher läuft im Übrigen, das könnt ihr so ein bisschen an ihrem Ohren sehen, immer noch. Kika läuft immer noch. Aber ja, so ist es nun mal. Jeder, der Kinder hat, kennt es. So, dann übrigens liebe diese Aussicht. Das hätte jetzt ja sein können. Das hätte es jetzt ja gewesen sein können. Aber ihr erinnert euch, es gab ja den Versprecher. Und jetzt hat Dani Büchner gemerkt, beziehungsweise haben die Zuschauer gemerkt, wenn es nach ihrem Versprecher gehen sollte, dann war ihr kleinster Sohn, ich glaube, der ist so 7 oder 8 zu Hause. Und entsprechend hat sie viele Zuschriften bekommen, wie verantwortungslos sie ist, dass sie diesen kleinen Racker zu Hause hat gelassen. Aber es war ja der Versprecher. Das hat sie aber dann revidieren müssen. Schauen wir uns mal an. Ihr denkt doch jetzt nicht wirklich, dass ich Diego habe alleine zu Hause gelassen. Weil sie ja gesagt hat, sie ist mit Volkan beim Fußball. Aber das war der Versprecher. So, jetzt haben wir aber Nachrichten hier. Nicht schuld, stimmt nicht ganz. Du hast deine Verantwortung für das Haus an deine Kinder übertragen. Oder aber alle Mädels waren bei Volkan zum Fußballspiel. Dann war Diego alleine und hat den Kamin beaufsichtigt. Du meinst wahrscheinlich, dass Volkan zu Hause war und ihr bei Diegos Spiel gewesen seid. Oder nicht, dass die Insta-Polizei gleich wieder Gas gibt. Aber das sind ja nette Nachrichten jetzt erstmal gewesen. Aber für sie ist das jetzt eine Katastrophe, weil man hätte ja auch erwarten können, dass der Zuschauer selber umdenkt. Leute, der ist 7. Wir haben sein Fußballspiel angeschaut, der war es nicht. Und wenn ich meinem Sohn, der erwachsen ist, allein im Haus lasse, ich glaube, das ist erlaubt, oder? Und da bin ich auf Dani Büchners Seite, auch wenn jetzt einige mich kritisieren, das ist aber für mich in Ordnung. Das Kind, welches sie zu Hause gelassen hat, also der Erwachsene, der ist über 18. Das ist okay. Also hätte sie jetzt den 7-jährigen Sohn zu Hause gelassen, das geht natürlich nicht, wenn man mit einer Feuerstelle, das geht nicht. Aber der Sohn, ich glaube, der ist irgendwas mit 20 oder 22, das ist völlig in Ordnung. Und von dem sollte man dann auch erwarten, dass er eine Feuerstelle nicht unbeaufsichtigt lässt. Aber
jeder Mensch ist individuell und verschieden. Und offenbar war es nicht die beste Idee von Dani Büchner. Darf man ein Kind mit fast 22 Jahren alleine zu Hause lassen? Ja. 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 So. Ich bin ja schon mal sehr stolz auf sie, dass sie jetzt zumindest inzwischen keine Namen mehr reinpostet, dieser Menschen. Sie schreibt, oder hier wurde ihr geschrieben, bei mir ist dasselbe mit den Jungs passiert, so einiges, meiner ist 17 und vergisst nach dem Kochen die Herdplatte abzuschalten. Ich verstehe das auch nicht, immer wenn man fertig ist mit Kochen, kann man auch den Herd ausmachen. Liebe Grüße, okay. Also es gibt Zuschauer, die dann natürlich sagen, das kennen sie auch, ja, dann schreibt hier noch jemand, genau, Realität war zu Hause, kleine und große Kinder hat, versteht das so 100%. So, dann geht's aber hier nochmal weiter. Feuer frei. Ach Mann, ey Leute, ich habe mich versprochen. Wir waren bei dem Fußballspiel von Diego. Diego hat gespielt, Jenna war mit, Jada war mit, Julina war mit. Also, wer bleibt übrig? Ich verstehe dieses hier nicht. Das macht sie oft, wenn sie irgendwie Stress hat. Dann macht sie immer ihn hier. Ich verstehe es nicht. Wir haben zum Beispiel auch... Mein Name wird halt mal genannt, denke ich mir so. Fangirl, I am your Idol. Das verstehe ich nicht, warum sie das macht. Aber gut, wir gucken weiter rein. Jetzt habe ich das kurz geschlossen. Julina war mit. Also, wer bleibt übrig? Ich habe mich einfach versprochen. Leute, mein Kopf ist auch voll. Ich meine, schaut es euch an, das wird hier gleich behoben. Ich habe mich versprochen. Ich kriege tausende von Nachrichten. Du hast dich versprochen, du hast dich versprochen. Kennt ihr das? Das ist so wie in der Schule irgendwie. Du hast ein Loch in der Hose, du hast ein Loch in der Hose. Wie angepisst sie schon wieder ist, oder? Ich verstehe das immer nicht. Es war doch ihre Entscheidung, das öffentlich zu machen, dass jemand aus ihrer Familie missgebaut hat. Damit hat sie ja schon den ersten Schritt gemacht und sie wusste zu Beginn, ja, ist nicht die beste Idee, aber ich mach's trotzdem. Okay. Jetzt beschwert sie sich darüber, dass sie selbst einen Fehler gemacht hat und korrigiert wird. Ja, was glaubt ihr, wie oft ich korrigiert werde, wenn ich in meiner Instagram-Story was Falsches sage? Da kriege ich keine 1000 Nachrichten. Ich glaube auch nicht, dass Dani Büchner 1000 Nachrichten kriegt, aber man kriegt halt dann Nachrichten und dann behebt man es. Sie hätte ja auch die Story einfach neu machen können. Und sich nicht darüber beschweren können. Sie kann ja auf den Lösch klicken, auf die Löschtaste drücken und dann die neue Story machen. Und dann wäre der Versprecher ja draußen gewesen. Man kann sie ja beheben, aber hat sie nicht gemacht, weil keine Ahnung warum. So, jetzt merkt die aber, dass sie halt extrem angepisst ist. Müsste sie aber eigentlich gar nicht sein. Weil sie hat ja schon eine Lösung, dass der Kamin wieder gemacht wird. Das heißt also, eigentlich wird jetzt hier sich weiter darüber geärgert, dass es vielleicht Geld kostet. Ich weiß es nicht. So, und dann hat sie aber, wie gesagt, relativ jemand schnell gefunden. Und wir sind ja hier innerhalb von wenigen Stunden, der den Kamin, wieder gestrichen hat. Man kann natürlich die verkohlte Außenplatte, das wird schwierig werden. Aber zumindest was drumherum ist, wurde schon gestrichen und gemacht. Also, es gab ja schon eine Lösung für das Problem. Und ich fand aber diese Story aus dem Leben von Dani Büchner mit dem Kamin wirklich ein universelles Paradebeispiel dafür, was man im Social Media eigentlich nicht machen sollte. Man sollte, wie ich finde, wenn jemand Mist baut, sollte man auf sein erstes Gefühl hören und die Leute nicht irgendwie beim Social Media zur Schau stellen. Weil was ist denn jetzt passiert? Es ist genau das passiert. Sie hat selber einen Fehler gemacht, sie hat sich versprochen, entsprechend haben Zuschauer, sind darauf losgegangen, waren der Meinung, sie hätte ihren 7-jährigen Sohn zu Hause gelassen und der hätte den Kamin irgendwie hier zu hoch brennen lassen, aber es war halt der ältere Sohn, aber es macht ja nichts. Sie hat sich selber wieder in einen Konflikt gebracht, den ich persönlich wirklich für sie persönlich peinlich finde. Ich finde es wirklich peinlich. Das muss man einfach so sagen. Mach doch Garten-Content. Mach doch Pool-Content. Mach doch irgendetwas, was spannend ist, als die eigene Familie öffentlich irgendwie vorzuführen. Kann ich nicht nachvollziehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr zu dieser Kaminbrand-Story steht, aber ich schüttel nur mit dem Kopf. Nur mit dem Kopf, meine Lieben. Ich sage jetzt erstmal Tschüss. Wir sehen uns wieder um 11 Uhr. Macht es gut.